Es ist wieder soweit, eine neue Ausgabe von D-Trail steht in den Startlöchern. Herzlich willkommen dazu und schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mirko Becker, ich bin Berater bei Bridging IT und ich führe Sie als Ihr Moderator durch den heutigen Abend. Ja, und mit D-Trail wollen wir Ihnen richtungsweisende Impulse anstelle von digitalem Irrgarten bieten und das können wir. Denn als Bridging IT-Gruppe setzen wir für unsere Kunden unterschiedlichste Digitalisierungsstrategien in Handlungsfeldern wie Technologien, Branchen oder Methoden ganzheitlich um. Und dabei stellen wir stets den Kunden in den Mittelpunkt und wir holen für jede Phase Ihres Projekts die richtigen Experten oder ganze Teams an Bord. Und zwei von diesen Experten haben wir uns heute Abend eingeladen. Die beiden werden uns erzählen, wie Geschäftsprozesse, die in SAP abgebildet sind, in die gewohnten Kollaborationswerkzeuge von Microsoft integriert werden können. Und wer die beiden Experten sind, das verrate ich Ihnen jetzt. Das sind nämlich Martin Fischer und Hans-Joachim Hanf. Martin fand es schon immer spannend, technologische Brücken zu bauen. Dabei begeistert ihn das Schaffen von echtem Mehrwert durch die sinnvolle Kombination verschiedener Produkte. Die Komplexität der Systeme bleiben dabei für die Anwenderinnen im Verborgenen und Aufgaben, die können schnell und einfach erledigt werden. Als Experte für Architektur und Integration im Kontext SAP und ABAP-Entwicklung spielt für ihn aktuell die Integration mit Microsoft-Produkten und Plattformen eine große Rolle. Und Hajo hatte seine ersten Berührungspunkte im Rahmen unserer damaligen Business Critical SharePoint-Partnerschaft mit Microsoft, wobei es um die Überbrückung der Lücke zwischen SharePoint und etablierten Line-of-Business-Systemen ging. Heute entwickelt er Lösungen auf Basis der Microsoft 365-Grad-Plattform für unsere Kundinnen und unterstützt vor allem bei Fragen rund um Microsoft 365 Compliance und Governance. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen im Laufe unserer Session haben, dann nutzen Sie gerne unsere Q&A-Section und die Fragen, die werden wir dann direkt im Anschluss an den Vortrag durch unsere beiden Speaker beantworten lassen. Ja, und auch im Nachgang an diesen Livestream hier haben Sie wie gewohnt weitere Möglichkeiten in einer normalen MS Teams Besprechung über unser heutiges Thema direkt mit Martin und mit Hajo zu sprechen. Den Link dazu, den posten wir gegen Ende von D-Trail. So, mehr gibt es auch gar nicht mehr vorab zu sagen und das ist auch ganz gut so, denn dann kann es endlich losgehen mit einer neuen Ausgabe von D-Trail, heute mit dem Thema Teamwork in Business-Prozessen, Integration von SAP und Microsoft mit Martin Fischer und mit Hans-Joachim Hanf. Viel Spaß dabei. Ja, und Martin, leg gerne los. Herzlichen Dank, Mirko, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Prozesse in Kollaborationstools zu integrieren, erhöht die Effizienz und löst Datensilos auf. Was verbirgt sich da dahinter und was meinen wir damit? Und ja, wieso haben wir uns für heute Abend dieses Thema ausgesucht? Bei unseren Kunden werden meistens die Kernprozesse in SAP-Systemen abgebildet. Das heißt vom Einkauf über Controlling, Finanzen und Logistikprozesse und viele weitere werden in SAP-Systemen abgebildet und die Daten dazu finden sich auch in diesen Systemen. Auf der anderen Seite setzen wir schon lange Kollaborationstools und unsere Kunden natürlich auch Kollaborationstools ein, wie Microsoft Teams oder die ganze Office 365 beziehungsweise in der Zwischenzeit Microsoft 365 Suite ein. In diesem Jahr haben wir alle erfahren, dass beziehungsweise bereits im letzten Jahr, dass solche Tools in der Zwischenzeit unentbehrlich sind. Wir arbeiten seit fast einem Jahr ausschließlich im Remote-Modus mit unseren Kunden zusammen und Teams ist unser Daily Driver sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir dann eben Daten, die in SAP-Systemen abgebildet sind und so die Mitarbeiter unserer Kunden eben auch. Und da haben wir oft eben einen Systembruch zwischendrin, beziehungsweise haben auf der anderen Seite eben auch Mitarbeiter, die diese Daten zwar benötigen, aber nicht den ganzen Tag mit einem SAP-System arbeiten. Der Mehrwert, den wir heute darstellen wollen, liegt darin, diese beiden Welten zu verknüpfen. Und ein Ansatzpunkt oder ein Kriterium, das wir uns da vor Augen führen sollten, ist, dass die verschiedenen Systeme eben für ganz unterschiedliche Benutzertypen auch konzipiert sind und gedacht sind. In einem SAP-System sind meistens Power-User und Experten unterwegs. Dementsprechend sind auch die UIs gebaut. In der Zwischenzeit gibt es zwar State-of-the-Art Web-UIs mit dem Fiori-Design und Ansatz von der SAP. Aber ich denke, ein Gelegenheits-User wird sich allein in den Begriffen in einem SAP-System immer noch nicht wirklich zurechtfinden. Wenn ich jetzt als jemand, der beim Einkauf irgendeine Bestellung ausgelöst hat, mal kurz im SAP-System nach dem Status gucken will, bin ich mit Sicherheit verloren.
Auf der anderen Seite haben wir eben, sage ich mal, unsere tägliche Software, mit der wir Großteil unserer Arbeit machen, E-Mails beantworten, Nachrichten austauschen, Meetings abhalten, Dokumenten ablegen, wie rechts auf dem Screenshot zu sehen in Microsoft Teams. Da haben wir einen ganz anderen Typ von Benutzer und der oder die Benutzer erwarten ganz andere Dinge von der Software. Das sind einfach Dinge, die man im Auge behalten muss bei diesem Ansatz, den wir heute vorstellen wollen. Und das ist einer der Gründe, wieso man diese beiden Daten und Welten miteinander verbinden will. Die Geschichte der Microsoft- und SAP-Integration ist relativ lang. Man könnte sagen, Anfang der 2000er Jahre gab es erste Ansätze zwischen Microsoft und SAP mit dem Produkt Duet, die Welten zu verknüpfen. Leider ist es da, sage ich mal, eher bei Produktversprechen geblieben. Deshalb ist an der Stelle die Blume auch noch einigermaßen geschlossen. Die technische Umsetzung ist leider nicht wirklich gelungen. Deutlich besser wurde es mit der Einführung oder beziehungsweise der Definition des OData Standards. Denn der wurde ursprünglich von Microsoft entwickelt. Ist ein Standard für APIs, die auf dem REST-Prinzip basieren. Der wurde von Microsoft dann als freier Standard freigegeben und SAP ist Anfang der 2010er Jahre auf den Zug quasi aufgesprungen und hat diesen Standard für sich entdeckt und in viele Produkte mit eingebaut. Ein Produkt, das sich das zu Nutzen gemacht hat, war Gateway von Microsoft. Auch da ist die Blume noch nicht so richtig aufgegangen, weil leider, hat das Produkt produktpolitisch nicht ganz den Stellenwert gehabt und wurde dann relativ schnell wieder eingestampft, obwohl es in dem Fall jetzt im Gegensatz zu Duet technisch eigentlich super funktioniert hat. Dann wurde es ein paar Jahre ein bisschen stiller um die Zusammenarbeit zwischen SAP und Microsoft, obwohl die trotzdem im Hintergrund sehr eng zusammengearbeitet haben. Aber im Jahr 2018 und dann schließlich endlich mit der Ankündigung 2019 mit der SAP Microsoft Embrace Initiative hat die Partnerschaft wieder, neues Leben und neuen Drive auch erfahren. Bei SAP Microsoft Embrace geht es darum, zum einen die SAP Cloud Plattform, beziehungsweise seit zwei Wochen nennt sie sich SAP Business Technology Plattform, auf der Microsoft Infrastruktur, sprich Azure, zu betreiben. Zum anderen geht es auch um Ansätze, wie eben eine Applikationsintegration funktionieren kann. Und das ist eigentlich auch das Thema, was wir uns heute angucken wollen, im Speziellen eben die Applikationsintegration Richtung Microsoft 365, Power Plattform und den Office-Produkten. Wir als Bridging IT haben das Thema eigentlich auch von Anfang an im Auge gehabt und begleitet, haben wir uns schon lange damit befasst. Wir sind seit Gründung vor knapp 13 Jahren Microsoft-Partner, kurz danach auch SAP-Partner geworden und arbeiten an der Stelle eigentlich auch schon lange mit beiden Herstellern und auch den Produktteams recht eng zusammen, stehen da auch im Austausch, haben auf SAP-Seite in Partner-Engagement-Initiativen teilgenommen, sind im regen Austausch auch mit Microsoft. Daher liegt uns dieses Thema auch am Herzen und uns freut es, dass es einfach auch einen neuen Stellenwert erfahren hat. Jetzt haben wir viel geredet über das Ganze drumherum, sage ich mal. Die Spannung steigt. Wir wollen uns angucken, welche Einsatzzwecke das Ganze haben kann und welche Ideen und Prozessverbesserungen, sage ich jetzt mal, man da damit auch umsetzen kann und haben natürlich auch bei der Gelegenheit einen Blick Richtung Technik, jetzt sicher kein Deep Dive, aber so Richtung Architektur werden wir auf jeden Fall uns ein bisschen tiefer wagen und gucken, wie sich so etwas umsetzen lässt. Ich selber komme aus der ABAP-Entwicklung, also klassischer SAP-Anwendungsentwickler.
oft auch mit Modulansatz. Ganz zu meinem Anfang meiner SAP-Karriere habe ich viel im Finanzbereich, also im Modul FI, gearbeitet. Und das absolute Killer-Feature, das immer gebraucht wird und jeder Nutzer und Buchhaltungsmitarbeiter danach fragt, ist eben die Download-Funktion nach Excel. Ich weiß nicht, wie viele Excel-Schnittstellen ich in meinem Leben schon gebaut habe, aber es waren definitiv einige. Macht meistens als Entwickler relativ wenig Spaß und man hat auf der anderen Seite auch oft das Problem, dass diese Schnittstellen von der IT-Governance-Sicht eher ein bisschen schwierig zu bewerten sind, weil ich eben noch einen Medienbruch dazwischen habe. Ich lade eine Datei irgendwo auf den Server runter, muss mich da wieder um Zugriffe kümmern. Allein schon, wenn man das datenschutzrechtlich bewertet, ist es sicher schwierig. Mit OData gibt es da ein echt cooles Feature, was, glaube ich, leider nicht wirklich bekannt ist. Weil Excel hat out of the box eine OData-Integration. Sprich, ich kann über jeden OData-Service, nicht nur aus einem SAP-System, auch überall anders her, wo ich so einen Service habe, einfach mit den gängigen Datenquellen-Integrationsmöglichkeiten in Excel die URL meines OData-Service angeben. In dem Fall, in dem Beispiel, das ich hier mit den Screenshots eingefügt habe, habe ich dann eben noch Benutzer und Passwort eingegeben und schon kriege ich die Daten aus Excel. In dem Fall habe ich jetzt Daten aus einer Beispielapplikation der SAP genommen. Das ist einfach ein Produktkatalog, die sieht man da rechts in dem Web-UI und das sind genau die gleichen Daten, die ich eben links in der Excel-Datei sehe. Als Mehrwert im Vergleich zu einer normalen Dateischnittstelle kriege ich eben aber auch noch zusätzlich die Typendefinitionen mit in Excel als Metadaten mitgeliefert, sodass zum Beispiel ein Währungsbetrag eben dann auch in Excel als Währungsbetrag formatiert wird und entsprechend die Spaltenköpfe und so weiter, ohne dass der Programmierer zusätzlichen Aufwand hat. In dem Fall habe ich einfach einen OData-Service wiederverwendet, der von der SAP für eben das UI eigentlich ursprünglich gedacht war. Ich kann den ganzen Service auch relativ einfach mit Microsoft Flow so erweitern, dass er eben auch zurückschreiben kann. Sprich, ich kann dann Daten in Excel bearbeiten und einfach über einen Speichern-Button zurück in mein SAP-System schreiben. Voraussetzung an der Stelle, und da kommen wir auch wieder Richtung Governance, der jeweilige Benutzer, der für die Authentifizierung gegen das SAP-System genutzt wurde, hat in SAP die entsprechenden Berechtigungen. Hajo, du hast, glaube ich, auch ein paar Beispiele mitgebracht, die wir uns angucken wollen. Ja, Martin, vielen Dank. War schon mal sehr interessant, was du aus der SAP-Sicht dazu zu berichten hast. Auch hallo von meiner Seite. Ja, Beispielszenarien, Mehrwerte. Die eben angesprochene OData-Schnittstelle werden wir nachher auch nochmal in einer kleinen Demo sehen und genau dann auch nochmal zeigen können, was mit dieser Schnittstelle möglich ist. Wenn ich mich so zurückerinnere, wir haben vorhin kurz über die Business Critical SharePoint-Initiative gesprochen, SharePoint 2010, BCS, SharePoint Designer, wer da mal versucht hat, so ja, SAP-Systeme anzubinden, wird, glaube ich, genauso wie ich schon recht früh graue Haare bekommen haben. Das war nicht immer wirklich Spaß. Und ganz oft ist es auch daran gescheitert, dass die Kollegen auf SAP-Seite einfach keine Zugänge zu ihren geeigneten Systemen bereitgestellt haben und letztendlich dann der viel oft genutzte CSV-Export quasi die Daten für die Datenbereitstellung in SharePoint zum Beispiel dann herhalten musste. Heute wissen wir, dass eben eine Integration der Systeme und eine Nutzung dieser offenen Schnittstellen wesentlich für eine Akzeptanz und für eine effiziente Nutzung dieser Managementlösungen, hier Beispiel einer Projektmanagementlösung, natürlich einen ganz, ganz wesentlichen Faktor darstellt. Wir haben deutlich verbesserte Entscheidungsgrundlagen. Wir haben natürlich eine wesentlich höhere Datenqualität und Datenkonsistenz, da wir mehrfache Dateneingaben einfach nicht mehr haben. Jeder arbeitet mit den Daten, mit den gleichen Daten und kann trotzdem in dem Tool, mit dem er täglich arbeitet, sich genau diese Daten anschauen. Und das sehen wir natürlich in sehr vielen Projekten,
Beispiele für ein Anlegen von SharePoint-Sites, komme ich auch gerne mal bei der weiteren Folie drauf, oder eben auch in Teams. Was können wir hier tun? Wir kriegen aus verschiedenen SAP-Systemen, zum Beispiel HR oder aus dem Timesheet, Ressourcenkosten oder Ist-Zeiten. Wir können aber auch aus PPM entsprechend Stammdaten zu Projekten, Aufgaben, Meilensteine in die Microsoft-Welt übertragen und dort entsprechend nutzen. Gerade bitte die nächste Folie, Martin. Genau. Wie kann sowas aussehen? Ein Beispiel, das wir sehr häufig ich Microsoft Teams oder SharePoint Online benutze, um Projekträume abzubilden und bereitzustellen für die Projektteams, ist natürlich regelmäßig eine Anforderung, Projektcontrolling, entsprechende Reports bereitzustellen. Und da ist natürlich sehr wichtig, dass die Daten live zur Verfügung stehen und eben an die entsprechenden Systeme angebunden sind, sodass wir entsprechend die Reports auch dann tagesaktuell haben und jeder die aktuellen Daten sieht. Aber nicht nur die Reports sind ein wichtiges Thema, sondern bereits bei der Anlage von Projektseiten in Teams oder auch in SharePoint ist es natürlich sehr wichtig, wenn derjenige, der so eine Seite beantragt oder ein Team beantragt, nicht alle Projektstammdaten quasi nochmal eintippen muss, sondern wenn er vielleicht einfach nur die Projektnummer eintippen muss und im Hintergrund werden automatisch aus SAP, aus PPM beispielsweise, die entsprechenden Projektstammdaten gezogen und in diesem Team bereitgestellt oder auch in SharePoint. Zum Beispiel auch, wer sind die Teammitglieder, wer ist der Projektleiter und vielleicht sein Stellvertreter, sodass ich dann vollautomatisiert genau solche Stammdaten einspielen kann. Und wenn ich jedes Mal beim Anlegen einer oder Beantragen einer Seite überlegen muss, wer war da jetzt alles drin, wem muss ich alles berechtigen und was brauche ich noch alles für Informationen, um so ein Team beantragen zu können. Dinge, die wir in verschiedenen Kundenprojekten auch schon umgesetzt haben, um solche Metadaten dann eben aus den nachgelagerten Backend-Systemen aus SAP automatisiert einzuspielen und natürlich auch regelmäßig abzudaten, wenn sich Änderungen ergeben. Also beispielsweise in der Projekt-Team-Zusammensetzung oder in anderen relevanten Stammdaten. Genau. Dann auch ein ganz wichtiges Szenario, was wir regelmäßig auch bei unseren Kunden haben, ist die Möglichkeit, Dokumente zu synchronisieren zwischen SAP und SharePoint Online. Nicht nur die gemeinsame Dokumentenablage, auch die Suche über beide Systeme hinweg ist natürlich hier ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der dafür sorgt, dass ich alle relevanten Dokumente aus beiden Systemen an einer Stelle zur Verfügung habe und die da auch angezeigt bekomme. Natürlich immer mit dem Thema Autorisierung der Zugriffe, da kommen wir nachher nochmal drauf, was da im Hintergrund alles dafür zusammenspielen muss. Auch hier wieder eine Reduzierung von Datensilos. Oft ist es dann so, dass man ein führendes System eben hat, in dem die Projektdokumente abgelegt werden und zwischen den beiden Welten synchronisiert werden. Wichtig ist ja auch noch, ich kann auf diese Art und Weise natürlich auch komplette Prozesse, dokumentenbasiertes Zusammenarbeiten umsetzen und automatisieren. So, dann kann man doch die nächste. Genau, Martin, das wäre jetzt dann nochmal die Stelle, in der ich deine SAP-Expertise bräuchte und ich bitten würde einfach mal die Technologieplattform, die SAP bereitstellt, kurz für uns zu skizzieren. Danke, Hajo. Ja, auf der Folie sehen wir jetzt, ich mag den Begriff eigentlich ganz gern, eine Marketecture, also sprich eine Marketing-Architekturfolie, in der man das Zusammenspiel schematisch, glaube ich, ganz gut erläutern kann. Wir haben auf der rechten Seite zum einen die in der Zwischenzeit Business Technology Plattform, früher Cloud Plattform, und auf der linken Seite eben den Microsoft Stack. Fangen wir mal ganz oben an. Auf UI-Ebene haben wir in der Zwischenzeit
ja eigentlich überall Web-Frontends, zum allergrößten Teils auch auf SAP-Seite. Da muss man das ja ein bisschen dazu sagen. Ist historisch da ja, hat da ja eher länger gedauert, bis man da sich auch an gängigen Standards orientiert hat. Das bietet auch die Möglichkeit, einfach Microsoft oder Daten aus der Microsoft-Welt zum Beispiel in eine SAP-Applikation zu integrieren. Ich kann zum Beispiel hergehen, wenn ich in einer zum Beispiel in dem Bestellprozess die Adresse, die E-Mail-Adresse meines Lieferantenkontaktes sehe, könnte ich da zum Beispiel hergehen und über Microsoft Graph mir in einem Outlook alle E-Mails, die ich mit dem Kontakt hatte, in letzter Zeit mit anzeigen lassen. Also durch eine, jetzt sicher nicht als Enduser, aber als Entwickler hat man da die Möglichkeit, solche Szenarien zu bauen oder natürlich auch alle Dokumente, die man gegebenenfalls ausgetauscht hat. Solche Möglichkeiten gibt es. Also diese Integration bietet nicht nur tolle Möglichkeiten, wenn man SAP-Daten in die Microsoft-Welt holt, sondern eben auch andersrum. Und da hat sich in den letzten Jahren einfach extrem viel getan durch den Microsoft Graph, die APIs, die dort angeboten werden und auf der SAP-Seite mit API-Management, wo ich eben einen externen Zugriff auf SAP-APIs meinen anderen Consumern, nenne ich sie jetzt einfach mal, zur Verfügung stellen kann. In dem Szenario hier wird, wie gesagt, die Cloud-Plattform als so die zentrale Dreh- und Angelscheibe oder der zentrale Dreh- und Angelpunkt gesehen. Ich habe eine Anbindung, aber natürlich auch an die On-Premise-Welt. Unten rechts sieht man zum Beispiel ein SAP S/4HANA-System. Das könnte natürlich auch eine Business-Suite sein, wenn man noch nicht auf S/4HANA ist im Moment. Ihr habt die Möglichkeit, über den SAP Cloud Connector da eine sichere Verbindung Richtung Cloud-Plattform zu integrieren oder herzustellen und dann eben auch Backend-APIs übers API-Management quasi sichtbar zu machen für meine Verwender. Und wie gesagt, heute konzentrieren wir uns auf den Microsoft-Stack. Da habe ich dann eben die Möglichkeit, das in Office 365 zum Beispiel zu verwenden oder natürlich auch kann ich diese APIs auch in Applikationen, die ich auf dem Azure Platform as a Service Diensten implementiere, mit integrieren. So, Hajo, lass uns das Ganze mal von der genau. Microsoft-Seite betrachten. Jetzt mal aus der Microsoft-Sicht. Zum einen haben wir Microsoft als Cloud-Plattform für SAP-Software. Damit ist gemeint, dass Microsoft gerade im Moment oder in den letzten Monaten eigentlich schon sehr, sehr stark Azure als Plattform, Cloud-Plattform für SAP-Software nutzt und fast alle relevanten Module auch mittlerweile auf Azure betrieben werden können und da auch sehr stark Verbreitung finden. Also einmal Plattform, Cloud-Plattform für den Betrieb von SAP-Software. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der auch in Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird. Daneben haben wir Produktivitätslösungen für SAP-Software. Beispiele davon haben wir eben schon mal kurz angesprochen. SAP Fiori hat Martin vorhin schon mal kurz erwähnt. OData-Integration. Aber wir können natürlich auch entsprechend die Cloud-Apps aus Office 365 mit SAP-Daten integrieren. Beispiele dafür zeige ich dann gleich auf den nächsten Folien. Wir haben Visual Studio Möglichkeit, entsprechend für SAP-Entwicklung zu machen. Und ein ganz wichtiger Faktor, wir haben Single Sign-On mit SAML 2.0 Authentifizierung. Das ist eine ganz wichtige Grundlage, um auch sicher auf die Systeme zugreifen zu können. Und da spielt Azure AD eine ganz gewichtige Rolle. Das sehen wir da nachher nochmal an anderer Stelle. Neben diesen Produktivitätslösungen haben wir aber auch die Möglichkeit, über Power BI beispielsweise Reports, Dashboards bereitzustellen, die an SAP HANA angebunden sind und die Daten entsprechend auch dann live auf die Daten zugreifen können. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über Datenreplikation mit SQL-Servern zu arbeiten und wir haben entsprechend Möglichkeiten, Datenabfragen an SAP BW oder SAP ERP aus
Power BI beispielsweise Direct Query als Stichwort Abfragen machen zu können. Genau, man sieht also, auf der Microsoft-Seite haben wir zum einen natürlich die Anwendung, aber eben auch die Plattform. Das Thema Azure AD, Single Sign-On, hatte ich eben schon erwähnt, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, dass in den vergangenen ein, zwei Jahren diese Integration und auch diese starke Nutzung beider Welten, gemeinsame Nutzung beider Welten so gut vorangekommen ist, weil ich mit Azure AD und den Single Sign-On-Möglichkeiten eben eine sehr, sehr starke oder gute Möglichkeit habe, gesichert auf die Umgebung zugreifen zu können. Ich kann Multifaktor-Authentifizierung nutzen, kann über die ganzen Azure AD-Methoden und sicherheitsrelevanten Erweiterungen dafür sorgen, dass nur von sicheren Endgeräten aus zugegriffen werden kann und so auch meine SAP-Anwendungen von allen Endgeräten aus sicher mit authentifizierten Zugängen zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dafür zu sorgen, dass auch die Benutzerakzeptanz und die Nutzung an sich so stark angestiegen ist und wir immer in immer mehr Projekten genau eben auch diese Anfragen haben und die Anwendungsfälle für diese Integration einfach steigen. Genau, dann bitte die nächste Folie. Genau, was haben wir für Möglichkeiten? Power BI hatte ich eben schon mal angesprochen. Wir haben ein Power BI Desktop, ein sehr mächtiges Tool für Business-Analysten. Ich kann damit Reports und Dashboards erstellen, aussagefähige Dashboards bauen, die auch für die Endanwender dann wirklich einen echten Mehrwert bieten. Ich habe hunderte von Datenquellen mittlerweile, auf die ich zugreifen kann. Und ich habe entsprechend Konnektoren für SAP HANA und BW, aber nicht nur das. Auch OData, sehen wir nachher nochmal, spielt hier eine Rolle. Ich kann in Power BI auch über OData eben auf SAP-Systeme zugreifen und mir die Daten entsprechend anzeigen lassen. Ich kann aber auch komplexe Datenflüsse unterstützen. Ich kann also beschreiben, wie auf die Daten zugegriffen wird. Ich kann Datasets zertifiziert bereitstellen und kann auch Reports veröffentlichen, auf die wiederum von jedem Endgerät aus zugegriffen werden kann. Beziehungsweise ich kann diese Reports eben auch in SharePoint oder in Microsoft Teams dann integrieren und dort dann wiederum den Benutzern zur Verfügung stellen. Aber eben auch von mobilen Endgeräten, wie wir hier auf der Folie auch sehen. Dann bitte, genau, der Power BI, genau, das war, ja, genau, Power Apps und Power Automate und SAP. Die Power Plattform ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt und nutzt, wird vielleicht auch schon genutzt. Unter anderem sind zwei wesentliche Komponenten, die da eine Rolle spielen, die Power Apps und Power Automate. Für beide steht ein SAP-ERP-Konnektor zur Verfügung, mit dem ich eben auf die entsprechenden SAP-Systeme zugreifen kann. Ich kann darüber entweder Schreibgeschützdaten nachschlagen und in Power Apps beispielsweise bereitstellen. Ich kann aber über diese Schnittstelle auch Daten in SAP zurückschreiben. Kann also, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin mit meinem Smartphone und da eine Power App drauf habe, einen Arbeitsauftragsstatus aktualisieren und gleich wieder in SAP zurückschreiben. Diese Möglichkeiten werden entsprechend über die Konnektoren bereitgestellt. Ich zeige nachher mal, wenn wir in die Demo kommen, wo man das findet und wie sowas aussieht. Und ich kann damit auf meine Cloud-gehosteten SAP-Systeme, aber auch auf lokale SAP-Systeme zugreifen. Dafür ist aber dann die Voraussetzung, dass ich beispielsweise von Microsoft das On-Premise Data Gateway im Einsatz habe, dass es mir erlaubt, von meinen Cloud-Anwendungen, nämlich Power Apps, Power Automate, auf meine On-Premise SAP-Systeme über eine gesicherte Schnittstelle zugreifen zu können, um dann auch da wieder die Daten auszutauschen. Was wir hier auch sehen, ist wieder die sichere Authentifizierung. Das war zu schnell, Martin, gerade noch zurück, bitte.
Was wir hier auch wieder sehen, ist die sichere Authentifizierung. Also auch hier kann ich entweder mich entscheiden für SAP-Basis-Authentifizierung oder eben Windows-Authentifizierung und Single Sign-On. Und bei dieser ERP-Schnittstelle haben wir eben die Möglichkeit, BAPIs und RFCs entsprechend aufzurufen. Gut, jetzt kannst du bitte auf die nächste. Genau, wie sieht das aus? Nochmal kurz dieser ERP-Connector, kleines Schaubild dazu. Ich habe eben die Möglichkeit, auf SAP ECC oder S4HANA zuzugreifen. BAPIs, RFCs hatte ich erwähnt. Und ich kriege, wie Martin früher schon erwähnt hat, auch ein Schemata zurück für die Ein- und Ausgabeparameter, sodass ich an der Stelle mich um diese ganzen Details, wie jetzt Typkonvertierung und so weiter, nicht kümmern muss. Die werden automatisch dann mit zurückgeliefert. Genau. Dann bitte der nächste. Neben diesem ERP-Connector gibt es aber eben auch einen OData-Connector für Power Apps und Power Automate. Den werden wir nachher auch in der Demo, die wir vorbereitet haben, nochmal dann sehen. Dieser OData-Connector ist in der Power-Plattform, wird als Custom-Connector angelegt und steht dann für sowohl für Power Apps als auch für Power Automate zur Verfügung und erlaubt den Zugriff auf den SAP OData-Service, den SAP eben an verschiedenen Stellen implementiert hat und bereitstellt. Und ich kann damit eben entweder Elemente anlegen, also wirklich auch zurückschreiben ins SAP. Ich kann Elemente natürlich lesen, ich kann die updaten, aktualisieren und ich kann die auch löschen. Das ist sehr wichtig, wenn ich eben dann auch eine Power App habe, mit der ich zum Beispiel unterwegs eben Daten erfassen möchte und wieder an die entsprechenden Systeme zurückschreiben möchte. Das ist also nicht nur eine Einbahnstraße, sondern dieser Connector funktioniert in beide Richtungen und kann entsprechend dann auch so implementiert werden, dass ich Daten auch gleichzeitig zurückschreiben kann. Beispiele dafür sehen wir nachher in der Demo. Dafür wird dann eben Power Automate genutzt, um die Daten zum Beispiel abzudaten oder eben einen neuen Datensatz anzulegen und zusammen mit der Power App dann eben verwendet, um genau sowas dann da machen zu können. Genau, dann bitte nächste. Wenn die Power Apps, sage ich mal, jetzt nicht mehr ausreichen oder wenn die Anforderungen an die Apps ein bisschen mehr steigen, habe ich auch die Möglichkeit, auf die Azure Logic Apps zurückzugreifen, um dann wiederum über den SAP-Connector, den SAP-Connector entsprechend auch komplexere Anforderungen abdecken zu können, auch auf Azure-Services zugreifen zu können und dann entsprechend komplexere Apps abbilden zu können, die dann auch in einem anderen Kontext wiederum ablaufen, wie die Power-Platform-Apps, wo dann nach Usage zum Beispiel abgerechnet wird, also wo ich dann andere Möglichkeiten, sehr viel mehr Möglichkeiten auch aus Azure Services nutzen kann, Azure Functions beispielsweise oder auch den Service Bus, um auf entsprechende Systeme zuzugreifen, um solche Logic Apps dann bereitzustellen. Auch da ist die Möglichkeit gegeben. Dann bitte die nächste. Genau, du musst, glaube ich, gerade nochmal klicken, da ist noch eine. Genau. Auch ein Anwendungsfall, der ja immer häufiger auch zum Tragen kommt, Azure IoT Central, sprich Internet of Things, entsprechende Geräte, Maschinen, die damit ausgestattet sind, werden über die Funktionalitäten in Azure bereitgestellt, mit Azure Logic Apps entsprechend dann verbunden. Martin, muss gerade noch einmal klicken, bitte. Genau. Und dann eben mit entsprechend Daten aus SAP S4HANA angereichert und letztendlich beispielsweise in Reports oder Dashboards in Power BI dann zur Verfügung gestellt, sodass ich eben nicht nur meine reinen Maschinendaten habe, sondern noch entsprechend Informationen aus den SAP-Systemen angereichert, mitgeliefert bekomme, um dann auch zum Beispiel Fertigungsstraßen oder andere Sensoren dann zu überwachen und entsprechend in Dashboards bereitzustellen. Mhm. So,
Aber auch nochmal der umgedrehte Weg. Es ist nicht nur aus der Microsoft-Welt heraus möglich, die Systeme entsprechend anzuprogrammieren, sondern ich kann auch aus der SAP Cloud-Plattform heraus die Graph-API aufrufen und hier an einem Beispiel über einen entsprechenden Webservice beispielsweise OneNote-Seiten lesen und schreiben und mit entsprechenden Daten aus SAP füllen. Martin hat vorhin das Beispiel auch nochmal mit den Kontakten aus Outlook gehabt. Also diese Graph-API ist in beiden Welten eben präsent und wird aus beiden Welten auch genutzt und für entsprechende Anwendungsfälle dann entsprechend immer stärker auch dann eingebunden. Gut, dann würde ich sagen, Martin, bevor wir zu der Demo übergehen, möchtest du noch mal ganz kurz was zu der Historie sagen, zu den Initiativen? Und ja, die Historie hatte ich ja vorher schon angerissen. Es geht ein bisschen mehr um die aktuellen Entwicklungen. Embrace hatte ich vorher schon erwähnt, wurde im Oktober 2019 angekündigt. Daneben gab es im Oktober 2018, also genau ein Jahr davor, noch die Ankündigung von Microsoft, Adobe und SAP, dass sie zusammen die sogenannte Open Data Initiative gegründet haben. Das hat jetzt nichts mit OData zu tun, technisch gesehen, sondern da geht es eigentlich darum, dass die gemeinsam an gemeinsamen Datenstandards für Unternehmensdaten arbeiten wollen. Leider muss man an der Stelle sagen, ist es seither relativ ruhig geworden um die Initiative. Da hat man nicht mehr viel, insbesondere nicht von Seiten SAP gehört. Auch da arbeiten sie zusammen. Und jetzt auch erst kurz vor dem Rise with SAP Event am 21. Januar gab es eine Ankündigung, dass Microsoft und SAP an einer engeren Teams-Integration arbeiten. Viel mehr ist leider noch nicht bekannt. Gestern gab es vielleicht eine erste Product-Preview, sage ich mal. Man weiß es nur nicht so genau, ob das damit zu tun hat. Im Business by Design, also im Prinzip der Cloud-Lösung für kleine Unternehmen oder Mittelständler von der SAP, besteht jetzt schon die Möglichkeit, quasi eine Teams-App oder über eine Teams-App auf SAP-Daten zuzugreifen und so sage ich jetzt mal einfache Business-Prozesse direkt in Teams abzubilden. Ich denke, es bleibt ein spannendes Umfeld. Spannend ist durchaus auch, der Vollständigkeit halber sollte man das auch erwähnen, dass SAP von der Infrastrukturseite her ja durchaus auch mit Google, Amazon und Alibaba zusammenarbeitet und die drei anderen sich da sicher auch ein Stück weit wehren, dass da Microsoft und SAP gerade oder Microsoft gefühlt so ein bisschen bevorzugt wird von SAP. Auf der anderen Seite, wenn man die Umfragen der deutschsprachigen SAP-Anwendergemeinschaft, der SAP, der DSAG anschaut, da ist Azure mit über 70% die Plattform, die von den deutschen SAP-Anwendern genutzt werden. Also daher ist es schon eine ziemliche Relevanz und ja, wie gesagt, ein spannendes Umfeld und ich freue mich drauf, dass da auch weiterhin viel Bewegung drin ist. Genau. Und ich glaube, Hajo, jetzt hast du noch eine Demo vorbereitet. Genau, wir haben vorhin schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir hatten OData als Service-Schnittstelle und da haben wir eine kleine Demo vorbereitet, die mit dann Microsoft einiges der Holger Bruchelt. Vielen Dank an ihn zur Verfügung gestellt und wir haben es ein bisschen noch erweitert. Ich würde es mal ganz kurz zeigen, was sind die wesentlichen Komponenten. Wir haben hier eine kleine Power-App, die aus ein paar Screens besteht. Soweit noch relativ, sage ich mal, unspektakulär. Was hier wichtig ist, ist der entsprechende OData-Connector, der hier dann nachher genutzt wird. Und zwei Flows, die wir hier schon sehen, die dann nachher auch noch eine Rolle spielen werden. Und mit dieser kleinen Anwendung ist es eben möglich,
Daten aus SAP einfach mal zu lesen. Produktkatalog, das ist das gleiche, der Produktkatalog, den vorhin Martin auch schon mal kurz gezeigt hatte in seinem SAP Fiori. Den habe ich ja auch in der Verwendung. Das ist das Demo-System von SAP. Ich kann aber eben dann hier auf dem zweiten Screen, das sehen wir dann nachher, wenn ich die Demo starte, auch neue Daten anlegen in SAP, also neue Produkte anlegen oder Produktdaten eben updaten, Preisänderungen, Beschreibungen, was immer ich möchte. Daneben, neben der Power App, habe ich eben noch zwei Flows. Die zeige ich auch ganz kurz. Das eine ist dieses Update SAP-Data. Das ist der Flow, der dann zum Tragen kommt, wenn ich Daten ändern möchte in SAP. Kann man ganz kurz schnell reingehen. So, man mal sieht, ist relativ unspektakulär. Ja, unten sind eben dann die entsprechenden Felder beschrieben, die ich aus SAP geliefert bekomme, mit den entsprechenden Methoden hinten dran, um die Daten abzudaten. Und das Gleiche haben wir eben dann auch, wenn ich ein Produkt hinzufügen möchte, auch hier mal ganz kurz einen Blick rein. Das ist ein relativ einfaches Beispiel. Hier unten kann ich dann eben die Daten entsprechend neu anlegen in SAP. Das sind die beiden Flows, die bei der Demo oder die dann in der Power App verwendet werden. Und die auf entsprechende Buttons dann liegen und reagieren. Genau, die Demo würde ich jetzt mal kurz starten. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, also Daten jetzt schon aus SAP eingelesen. Ich habe hier die Möglichkeit, nach verschiedenen Kategorien zu suchen, kann hier drauf gehen und kann dann hier drüben auf der rechten Seite entsprechend meine SAP-Daten sehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von diesem Laptop den Preis ändern möchte, dann kann ich das hier an der Stelle einfach machen, kann hier unten auf diesen Button klicken und danach wird dann im Hintergrund der schon eben gezeigte Flow ausgeführt und die Daten werden in SAP aktualisiert. Können wir nachher nochmal reinschauen. Ich habe auch das SAP-System noch offen. Dann können wir nachher nochmal einen Blick drauf werfen. Also hier auf der ersten Seite einfach nur die Möglichkeit, durch meinen Produktkatalog zu blättern aus der Power App heraus und mir entsprechend Informationen zu den Produkten anzeigen zu lassen. Wenn ich keinen Filter verwenden möchte, dann habe ich hier einfach alphabetisch aufsteigend sortiert meine gesamten Produkte. Auf dem zweiten Screen habe ich jetzt die Möglichkeit, im linken Bereich kann ich jetzt zum Beispiel nach einem Produkt suchen. Also ich kann, wenn ich die Produkt-ID beispielsweise weiß, einfach die Produkt-ID eingeben und kann dann, wenn ich auf Fetch Product klicke, kriege ich hier rechts eben die entsprechenden Daten aus SAP angezeigt, die zu diesem Produkt gehören. Genau. Ja, kann die also hier drüber entsprechend dann auch an der Stelle hier wieder gleiche Funktionalität wie auf dem Screen vorher. Ich kann die hier auch bearbeiten und auch hier wieder updaten. Was ich dann aber hier zusätzlich machen kann, wäre jetzt eben ein Produkt anlegen. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Ich kann jetzt hier einen Namen vergeben. Muss einen Preis in US-Dollar angeben und habe dann hier die Möglichkeit, eben meine entsprechende Kategorie auszuwählen und kann dann Add Product und im Hintergrund wird jetzt der zweite Flow ausgelöst, dieser Add Product und die Daten werden in SAP automatisch angelegt. Genau, wir können mal schauen, ob die Flows funktioniert haben. Vorhin hatten sie zwischendurch mal ein kleines Problem mit der Ausführung. Erstmal, genau, der ist jetzt auch wieder, da sieht man es, wieder in den Fehler reingelaufen. Ich probiere es aber einfach gleich nochmal. Das hat heute schon ein paar Mal zwischendurch einen kleinen Hänger gehabt, das System. Also man sieht es vorhin, da war es erfolgreich, da zwischendurch immer wieder mal einen Fehler. Würden wir gleich nochmal probieren. Aber ich habe halt hier die Möglichkeit, direkt auch in meinen
in meinen Flows zu sehen, jetzt, wenn mal was nicht funktioniert hat, was ist denn, warum hat es nicht funktioniert, was ist genau passiert und wo hing es jetzt gerade. Ich würde jetzt einfach nochmal eben ein anderes Produkt auswählen. Gucken. So, jetzt mal hier wieder reinschauen. Ja, jetzt sieht man es. Also, das ist ein Demo-System, hat manchmal so seine Tücken. Wir können aber jetzt hier sehen, das ist eigentlich dann auch sehr schön, was haben wir gemacht. Wir haben hier die Daten, die wir aus SAP bekommen haben, die Produkt-ID, das Smartphone, alle Informationen, die aus SAP kommen. Und hier unten dann bei Update Product eben das, was wir zurückgeschrieben haben und entsprechend genau alle Informationen. Ich hatte den Preis upgedatet und das sieht man also hier. Das heißt, ich habe auch hier dann die Möglichkeit, jederzeit mir im Flow jeweils anzuschauen, was genau ist passiert. Wenn ein Fehler auftaucht, eben auch sehr, sehr gut dann eingreifen oder reagieren zu können, um mal zu schauen, was da so passiert ist. Genau, also Beispiel für eine einfache Power-App. Martin hat es eben angesprochen, gestern Abend kam noch so ein erster Post, ein erster Screenshot, ein kleines Video auch. Das zeigt quasi sowas wie das, was wir hier gerade sehen mit der Power-App, so ähnlich auch eine Integration in Teams gebaut werden kann. Also erste Screenshots zeigen da Dashboards und einfache Datenintegrationen aus SAP raus. Ich habe noch nichts dazu gefunden, ob da auch schon schreibend irgendwas passiert. Für mich sah es jetzt erstmal nur nach einer reinen Datenintegration, sprich ich zeige Daten aus SAP in Teams aus, aber es ist ganz neu, kam erst gestern Abend. Wie gesagt, dieser OData Connector, der hier verwendet wird, der erlaubt, wie wir gerade gesehen haben, das Zurückschreiben in SAP und alle möglichen Operationen, die ich eben mit diesen Daten machen kann. Genau. Gut. Was kann ich noch? Im Wesentlichen sind das bei dieser einfachen Demo jetzt die Sachen, die ich hier machen kann. Ich kann eben, wie gesagt, Daten mehr anzeigen, ich kann Daten aktualisieren, neue Produkte anlegen. Wir haben natürlich aber noch viel mehr Möglichkeiten bei diesen Anwendungen. Dann auch, wenn ich jetzt gerade Power Apps, wenn ich unterwegs bin, an dem Beispiel vielleicht noch, könnte ich auch auf entsprechende Kamera von meinem Smartphone zugreifen und irgendwelche Bilder, wenn ich jetzt auf der Baustelle beispielsweise bin und irgendwas zurückreporten möchte in ein entsprechendes System, gleich noch Bilder mitschicken, also habe verschiedene Möglichkeiten, auf die entsprechenden Schnittstellen über die Power Apps bereit zuzugreifen, auch Dateien hochladen und entsprechend auch irgendwelche Genehmigungsworkflows hinten dran anzustoßen. Also da ist natürlich, kann man noch sehr viel komplexere Lösungen auch auf dieser Basis umsetzen. Genau, so. Ich kann schnell nochmal gucken, ob das mit dem Anlegen des Produktes geklappt hat. Dazu gehe ich gerade mal schnell parallel ins SAP. Ganz kleinen Moment. Nein, es hat leider noch nicht funktioniert. Da muss ich auch wahrscheinlich nochmal gleich den Flow laufen lassen. Ich denke, dass da zwischendurch eben auf der Demo-Umgebung bei SAP ein kleiner Hänger war. Also auch der Flow ist jetzt gerade eben in den Timeout reingelaufen, würde ich aber dann gleich nochmal eben laufen lassen. Soweit mal zu der einfachen Demo. Genau, soweit wäre ich jetzt mit der Demo erstmal durch. Wie gesagt, ich würde es gleich nochmal kurz parallel laufen lassen, gucken, ob dieses Anlegen, ob das jetzt gerade ein Problem auf der Plattform ist, was sich beheben lässt. Oder ob das immer wieder zu den Fehler kommt. Ja, Hajo, also ich finde eine beeindruckende Demo, weil
wir an der Stelle ja einfach mit der Power-Plattform eigentlich eine Low-Code-No-Code-Umgebung zur Verfügung haben, die wir super auch mit SAP-Daten füttern können im Prinzip. Und du hast vorher schon erwähnt, ich kann es als mobile App nutzen, relativ schnell entwickelt, ohne dass ich großartig, sage ich mal, tatsächlich Programmierkenntnisse haben muss. Und IT-Know-how muss sicher da sein. Finde ich eine tolle Möglichkeit, da im SAP-Umfeld auch schnell an mobile Apps zum Beispiel zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Und auch sehr schnell umsetzbar. Genau. Super. Dann sind wir an der Stelle soweit durch mit unserem Vortrag und da kommt mal von meiner Seite die Rückfrage an Mirko. Gab es denn Fragen? Ja, wir haben tatsächlich eine Frage bekommen und zwar, Martin, die geht in deine Richtung. Und zwar, was muss lizenztechnisch auf Seiten SAP vorhanden sein, um Power BI mit SAP zu nutzen, Business Warehouse Lizenz in Direct Use? Ja, Lizenzfragen im SAP-Umfeld, die lassen einem ziemlich graue Haare wachsen. Jetzt muss ich leider auf der anderen Seite, also leider für den oder die Fragende, sagen, dass wir als SAP-Partner uns mit der Lizenzthematik gar nicht so im Detail auseinandersetzen müssen und auf der anderen Seite auch nicht dürfen. Sprich, wir dürfen lizenztechnisch keine Aussagen gegenüber SAP-Kunden machen. Daher kann ich sie leider nicht beantworten. Da ist normalerweise der Kundenansprechpartner auf SAP-Seite der passende Ansprechpartner. So, alle weiteren Fragen beantworten wir dann gerne gleich in unserer Ausklangrunde. An der Stelle jetzt hier erstmal vielen Dank aber an Martin und vielen Dank an Hajo, dass ihr uns heute Abend dieses wirklich spannende Thema auf eine super gute Art näher bringen konntet. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen heute Abend viele neue Impulse und Gedankengänge mit auf den Weg geben. Wenn Sie noch mehr über das heutige Thema sprechen wollen, dann laden wir Sie sehr gerne zu unserer MS Teams Ausklangrunde mit den beiden ein. Den Link dazu, den posten wir jetzt in die Q&A-Section. Ja, und die Ausklangrunde, die startet dann direkt im Anschluss an diese Live-Session hier. Und wenn Sie jetzt sagen, ich würde eigentlich gerne nochmal in die Mitte vom Vortrag springen, da habe ich mir vorhin was super Spannendes aufgeschrieben, dann kann ich Ihnen sagen, das geht. Die heutige Ausgabe finden Sie in den nächsten Tagen auf YouTube und dort gibt es auch alle bisherigen Episoden von D-Trail. Den Link dazu, den posten wir jetzt in die Q&A-Section und versprochen, reinklicken lohnt sich. Neues von D-Trail gibt es dann in 2 Wochen. Da erzählen uns Ralf Warter und Bastian Traut, wie das so ist, Remote-Trainings zu veranstalten und welche Herausforderungen den beiden immer wieder begegnen. Alle Informationen dazu gibt es jetzt ebenfalls in unserer Q&A-Section. Nun aber ziehen wir mal so langsam weiter in unsere Ausklangrunde. Vielen Dank nochmal an Martin und an Hajo für euren Vortrag heute Abend und vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit für uns genommen haben und wir würden uns freuen, Sie bald wieder bei D-Trail begrüßen zu dürfen. Also dann bis entweder gleich in unserer Ausklangrunde oder aber bis ganz bald, aber so oder so, bleiben Sie gesund. Tschüss.